Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Hochdruckreiniger-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Hochdruckreiniger-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Works 20 Volt Akkumobile. Der Works HydroShot WG620E.4 Hochdruckreiniger ist ein batteriebetriebener Reiniger, der mit seiner Reinigungs- und Bewässerungsfunktion überzeugen sollte. Es eignet sich für Standorte ohne eingestelltes Wasser und auch elektrische Energieverbindung, zum Beispiel im freien Camping, im Freien oder auf Booten. Es ist kompatibel mit jeder der 20 Volt Batterien des Lieferanten. Die integrierte Batterie sowie die mitgelieferte Ersatzbatterie sind Lithium-Ionen-Batterien mit einer Leistung von 2 Amperestunden und reduzierter Selbstentladung. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Kärcher Hochdruckreiniger. Mit dem Kärcher K5 Premium Full Control und auch Hochdruckreiniger kann der Sprühtyp Durchdrehen der 3-in-1 Multijet Sprühlanze ermittelt werden. Es gibt eine Option auf Flachstrahl, Rotor sowie Waschmitteldüse. Dank eines ausziehbaren Teleskopgriffs aus hochwertigem Aluminium muss das Gerät sehr einfach zu zeichnen und zu verstauen sein. Der Hochdruckreiniger verbraucht eine Leistung von 2100 Watt. Mit einem Stress von knapp 20 bis 145 bar und hat eine maximale Verteilungsrate von 500 Litern pro Stunde. Dank eines Plug-and-Clean-Systems sollten die Reinigungskräfte schnell und sehr einfach anzuwenden sein. Auf Platz 3 haben wir die Makita HW101. Der Makita HW101 Hochdruckreiniger ist nach Angaben des Herstellers gut gemacht und muss mit einem gut gebündelten und scharfen Jet überzeugen. Ein robuster Elektromotor mit austauschbaren Kohlebürsten und 1300 Watt sollte weniger elektrische Leistung aufnehmen als vergleichbare Ausführungen. Die Kolbenpumpe enthält Axialkolben, die von einer Spülplatte gesteuert werden. Eine Spülplatte ist ein Bedienelement, das ein drehbares und auch ein festes Bauteil enthält. Die drehbare Komponente totdreht, wenn sie geneigt ist, daher der Name. Entscheidende Produktfunktionen bestehen aus einem Sprühkopf mit Düseneinstellung sowie Reinigungsmittel-Add-on sowie einem kompletten Stoppsystem für den automatischen Beginn und auch das Beenden. Der Spannungsreiniger enthält einen Wasserfilter, der erstellt wurde, um Schäden an der Pumpe oder am Pumpenkopf zu vermeiden. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Bosch Home & Garden. Der Bosch Advanced Aquatac 150 Hochdruckreiniger ist ein Kraftpaket mit einem Ergebnis von 2200 Watt und einer Spannung von 150 bar, mit dem er 480 Liter pro Stunde pumpt. Das Gerät verfügt über eine selbstentsorgende Quad-Hochleistungspumpe mit 4 Zylindern und einer großen Auswahl an Düsen. Diese können unter anderem als Rotorlanze gegen dauernden Staub und auch Ablagerungen, als Schaumstoffdüse für den Einsatz bei Reinigungsvertretern oder als stufenlose Flachstrahldüse zur Reinigung von Terrassen eingesetzt werden. Der Hochdruckreiniger wiegt nahezu 22,5 Kilo, hat aber sinnvolle Funktionen wie einen Hochdruckschlauchwegreiniger, einen Teleskoppflege, riesige Räder und einfache Schnellwechselkombinationen. Für eine bequeme Lagerung ist der Reiniger mit einem eingebauten Lager für Düsen sowie Schlauch ausgestattet. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Kärcher Hochdruckreiniger. Der Hochdruckreiniger Kärcher K2 Universalversion ist mit einem Gewicht von 3,8 Kilogramm ohne Zubehör relativ leicht und daher ideal für den schnellen, mobilen Einsatz. Es gibt einen großen Kabel-TV-Haken, um das fast 3 Meter lange Kabel direkt am Gerät zu verstauen. Es gibt auch eine Klammer an der Seite für die Jet Pipeline. Die Einsatzgebiete des K2 sind laut Kärcher Fahrräder und Fahrräder, Kleinautos, Gartenmöbel, Treppen, Kurse und Wandflächen. Das Schnellverbindungssystem soll sicherstellen, dass das Rohr leicht ein- und auch aus dem Werkzeug sowie aus der Waffe eingehakt werden kann. Der Reiniger entlädt bis zu 360 Litern pro Stunde bei 110 bar. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.